Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession. Und das bedeutet, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Und weil das berücksichtigt wird und weil sie das anderes berechnen, ist auch ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erkläre, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Imaira, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen. Krebs ist dein Lagna oder dein Aszendent. Und das beeinflusst dein Aussehen, das beeinflusst dein Auftreten, das beeinflusst auch deine Persönlichkeit und so bist du wahrgenommen. Man könnte sagen, du bist ein Kind davon und diese Krebsenergie verleiht dir eine Art Kostüm und es begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Krebs gehört zum Wasserelement. Und bei Wasserelement handelt sich immer um Gefühle. Man sagt, das ist das Geburtswasser. Es muss etwas geboren werden. Und das erleben wir in unserem Leben, wenn wir etwas vorhaben oder etwas planen. Und Krebs verspürt das. Und hat diese Intuition, dieses intuitives Wissen, braucht alles Zeit, verspürt die richtigen Augenblicke im Leben. Auch wann sollte man handeln, wann ist besser zurückhaltend zu sein. Auch eine gewisse Mütterlichkeit, das strahlst du auch aus und auch diese Hilfsbereitschaft. Manchmal ein bisschen empfindlich und Krebs neigt dazu zurückzuziehen. Diese Zuhause haben, dieses Bedürfnis, ein Zuhause haben, ist sehr stark ausgeprägt. Dieses Gefühl zu haben, endlich angekommen zu sein. Krebs ist voller Geheimnisse. Und das ist auch ein inneres Zuhause, ein inneren Tempel. Und das kannst du so vorstellen. Wir Menschen haben eine Seele und unsere Seele wohnt in unserem Inneren. Und wenn wir zurückziehen, wenn wir meditieren, dann sind wir mit unserer Seele in Verbindung und wir sollen um unsere Seele kümmern. Und Krebs hilft dabei, unserem Seele ein Zuhause geben. Und das finden wir, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir zurückziehen, nachdenklich sind oder lauschen in unseren Gefühlen. Ich nenne das immer wie einen inneren Tempel. Und jeder kann das nach Wünschen, Vorstellungen gestalten. Wichtig ist das Wohlbefinden. Du kannst dein Inneren vorstellen,
wie eine schöne Blumenwiese oder ein gemütliches Wohnzimmer. Wichtig ist bei Rückzug, Meditation, wenn wir die Augen schließen, dass wir diese Vorstellung haben, diese Ruhe, diese Wohlbefinden, wo wir auch das Göttliche verspüren. Und das ist diese Wasser. Und Wasser sind Gefühle. Und Krebs zeigt es auch, wie wichtig das ist, weil hier wird etwas geboren. Und das ist die Vorstellungskraft. Und wenn wir etwas vorstellen im Leben und wenn wir das glauben, wenn wir das vertrauen, wenn wir dieses Urvertrauen haben, dann wird das auch was. Und Krebs zeigt, wie das alles in Gestalt kommt. Auch diese Geduld, Krebs weiß auch, wann etwas geboren werden muss. Wann ist dieser richtige Moment? Die zweite Lebensbereich hat mit Werten etwas zu tun. Werten, Wertschätzung, Selbstwertgefühl oder Besitz, all das in Besitz zu nehmen, was uns wertvoll ist. Und das ist nicht immer nur die Finanzen. Es kann auch geistiger Reichtum sein oder wertvolle Freundschaften oder eine wertvolle Liebe. All das in Besitz zu nehmen, das Pflegen, das Befestigen. In diesem zweiten Lebensbereich gehört auch unserem Selbstwertgefühl. Und auch die Finanzen, das hängt energetisch zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert oder ich habe das gar nicht verdient, dann kann ich eins dazu sagen, dann hat das nicht verdient. Wenn jemand das nicht glaubt, dann hat auch nicht verdient. Wir sollen achtsam sein, wie wir denken, was wir sagen, weil da setzen wir in Ursache und das wirkt. Stattdessen sollen wir Sätze sagen wie, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz, jetzt schon, nicht in Zukunft denken. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Löwe. Und hier herrscht die Sonne, das ist ein Zentralthema. Werte, Wertschätzung und die Finanzen ist auch ein gewisser Glanz. Die dritten Lebensbereiche sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie war das damals? War das einfach für dich? Hast du das alles verstanden? Hast du das genießen können? Außerdem, wie war der Kontakt zum Geschwister, zum anderen Kindern? Warst du ernst genommen oder eher auf die Seite geschoben? Diese Erinnerungen bleiben und das zieht sich wie ein roter Faden in unserem Leben. Wenn wir das damals nicht gelernt haben, uns durchsetzen, dann spiegelt das Leben später, oft im beruflichen Umfeld und zeigt, wie sollen wir uns durchsetzen gegen Konkurrenten, wie können wir uns behaupten, wie lernen wir etwas, wie lernfähig sind wir überhaupt, wie ist die Kontakt, die Kommunikation, die Austausch, Information, außerdem auch Medien. Hier hast du Jungfrau. Jungfrau ist klug und hat ein analytisches Denken. Du hast alles ganz schnell verstanden in die Schule. Du warst ein kluger Schüler. Manchmal hast du Kritik bekommen, das ist möglich bei Jungfrau-Energie und löst aus, dass du dann empfindlich reagiert hast mit Krebs, Aszendent und warst du eher unsicher und zurückhaltend. Und diese Zurückhaltung, vielleicht sogar eine gewisse schüchterne Eigenschaft, zeigt hier schon in dieser Zeit, wie du das damals in die Schule erlebt hast. Eher im Hintergrund zu sein, ja nicht auffallen, das ist schon hier die Jungfrau-Energie. Das kannst du später bereinigen,
klären. Da kommt auch eine Heilung. Jungfrau ist auch Heilenergie. Im vierten Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes. Ich vergleiche das immer mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Und das zeigt unseren Vorfahren, unserem Herkunft, unseren Traditionen und unserem Zuhause. Und das gibt Halt im Leben. Und von hier aus kann man alles aufbauen. Und das ist die Basis, das ist die Fundament und zeigt auch die Wohnsituation und alle Themen, was mit Immobilien zusammenhängt. Und hier hast du die Waage. Für dich ist die Basis, die Fundament, die Gerechtigkeit. Dann ist die Basis, die Fundament, die inneren Gleichgewicht. Was dich stärkt und Halt gibt, das ist auch die Partnerschaft. Außerdem, die Waage liebt die Schöne. Und das kann ich so vorstellen, dass deine Wohnung oder Haus ist immer sehr schön und gepflegt, weil du brauchst es, du liebst es auch. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder, Enkelkinder oder unserer eigenen Kindheit diese Erinnerungen oder das innere Kind, und das sollen wir immer wieder pflegen, mal ein Kind zu sein. Nicht kindisch, sondern mal ein Kind zu sein. Etwas spielerisch betrachten mit Leichtigkeit. Und wir sollen dieses innere Kind immer wieder pflegen und stärken. Uns zu uns selbst auch mal sagen, ich bin so stolz auf dich. Du hast es so gut gemacht. Hier im fünften Lebensbereich sind die Lebensfreude. Was schenkt uns Lebensfreude? Oft ist das die liebe Partnerschaft, das mal genießen. Oder wenn wir etwas in Gestalt bringen und sagen, boah, das ist so mein Werk, da bin ich ganz stolz drauf. Und hier im fünften Lebensbereich können wir das vorstellen wie eine Lebensbühne. Mal so betrachten, unserem Leben ist wirklich wie ein Theater, wie eine Lebensbühne. Und wir wählen das aus, wir gestalten das, wir dekorieren das, wir wählen die Schauspieler aus, wählen die Kostüme aus, wir führen die Regie und schreiben wir die Drehbuch und wir spielen die Hauptrolle, weil wir sind die Zentrum unserem Leben, unserem Selbst, diese Selbstdarstellung. Hier hast du Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Und hier ist eine Transformation. Ich könnte sagen Kundalini-Energie. Und das ist eine Schlangenenergie. Und diese Schlangenenergie heißt, so wie Askulab, das sind zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht die Energiefeld nach unten. Und das sind unsere Gefühlen. Und das sind die negativen Gefühle. Und die andere Schlange ist die Heilenergie. Und das sind die positiven Gefühle. Da steigt die Energiefeld nach oben wie Phönix aus der Asche. Und so können wir das transformieren. Das sind Erneuerungsprozesse in unserem Inneren, in unserem Gefühlsebenen. Das sind alchemistische Prozesse. Um welchen Gefühlen handelt sich das? Es gibt zwei Systeme. Grundverschiedenen Systemen. Die eine hat mit den anderen überhaupt nichts zu tun, aber rein gar nichts zu tun. Die eine System sind die positiven Gefühle. Dazu gehört Dankbarkeit,
Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und auch Liebe. Es ist göttlich. Das hat eine göttliche Quelle. Das ist schöpferisch. Mit diesen Gefühlen können wir unserem Alltag, unserem ganzen Leben schöpferisch gestalten. Die andere System kommt nicht von Gott. Das sind die negativen Gefühle. Zu negativen Gefühlen gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Hass ist die allertiefsten der Gefühle und ist zerstörerisch. Bei diesen negativen Gefühlen gibt es ein paar Gefühlszustand, was wir alle kennen. Wir kennen alle Angst oder Schuldgefühl oder Zweifel oder Wut. Es ist menschlich. Dafür brauchen wir uns nicht schämen. Es ist menschlich, das kommt immer wieder, bei jedem. Aber nicht aufhalten, sondern verabschieden von diesen negativen Gefühlen und verstehen, wenn wir das zulassen, dann öffnen wir Pandoras Büchse und die trojanische Pferd kann jederzeit kommen. Außerdem das blockiert. Angst blockiert, Zweifel blockiert, Schuldgefühl blockiert und sogar löst Schulden aus. Also immer auf den Gefühlen achten. Das zum Transformieren zeigt die Skorpion. Das ist die Kraft der Skorpion. Und das kommt von tiefen Inneren. Das ist Pluto-Energie. Das sind Erneuerungsprozesse. Aber wie machen wir das, wenn Angst da ist? Wir können nicht so tun, wenn nichts wäre. Und Angst kommt immer wieder. Es gibt zwei Methoden, was hilft. Entweder das mit Humor nehmen, mal anschauen und wahrnehmen, begrüßen auch, aber verabschieden davon. Mal sagen, guten Morgen, liebe Angst. Wie schön, dass du wieder mich besucht hast. Aber weißt du was? Ich kann nur eins sagen, ich brauche dich nicht. Tschüss, Türe zu. Zumachen und dann lachen, mit Humor nehmen. Die andere Methode ist umdenken, weil das geht schnell und ist effektiver. An etwas denken, sofort, was uns Lachen bringt, was uns begeistert, wo uns Lebensfreude schenkt. Die Angst wird immer weniger und die Angst verschwindet. Angstfrei leben. Und das ist hier die Transformation. Und wenn dir das gelingt, dann lebst die Energie der fünften Lebensbereich, deine schöpferische Kraft, dann kannst dein Alltag, dein Leben schöpferisch gestalten und verspürst die Lebensfreude, verspürst die Kraft und Kreativität. Die sechste Lebensbereich hier ist die Arbeit, die Alltag, all das zu bewältigen, auch die Pflichten nachgehen und Gesundheit. Und wir können das bewältigen, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Schütze. Schütze gehört zum Feuerelement. Und das ist schon Begeisterung. Feuerelement ist die Begeisterung. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Das ist die Orientierung auch in dein Alltag. Außerdem Schütze steht zum Reisen. Das ist für dich auch ein wichtiger Lebensbereich. Oder Sport, Bewegung. Das hilft auch gesundheitlich. Und Schütze zeigt uns etwas. Dieser Pfeil zeigt in eine Richtung.
Und das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch sind dort die Wünsche beschrieben. Dann haben wir schon Orientierung im Leben, wenn wir unseren Wünschen und Vorstellungen leben. Und genau das begeistert uns auch. Und versuch deinen Alltag so meistern. Wenn du anschaust deinen Geburtsmoment, und das heißt, in diesem Augenblick ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Steinbock in Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Und die untere Teile des Horoskops zeigt das Unbewusste. Die obere Teil zeigt das Bewusste. Aber in dem Moment liegen gegenüber und im Geburtsmoment schauen wir von hier bis da und sehen wir etwas. Wir sehen in diesem Spiegel unserem Seelenpartner. Und hier öffnet sich ein Tor zum Partnerschaft. Und das ist Steinbock. Im jungen Jahren ist das hart. Die Liebesleben ist damit geprägt. Ist auch Lernaufgabe dabei. War nicht einfach. Aber im zweiten Lebenshälfte hilft Steinbock, die Liebepartnerschaft ernst zu nehmen, das Befestigen und auch genießen diese Sicherheit und Stabilität. Der achte Lebensbereich ist der Tod. Todesfälle oder erbschaftlichen Situation. Aber wenn man das genau anschaut und versucht man das verstehen, es handelt sich eigentlich gar nicht um Tod, sondern die Notwendigkeit, etwas absterben lassen, etwas loslassen, von etwas verabschieden, was uns stört. Die sind Erneuerungsprozesse. Und das ist das Prinzip hier im achten Lebensbereich. Und wenn das dir gelingt, dann wirkt Wassermann. Dann kannst du aufatmen, durchatmen. Wassermann ist Luftelement und gibt den Atem, die Leichtigkeit. Und das brauchst du auch. Immer wieder aufräumen. Überlegen, welche Gedankenmuster haben wir, wovon wir verabschieden sollen. Was ich erwähnt habe, solche Sätze, ich bin es nicht wert oder ich habe das nicht verdient. Von solchen Sätzen verabschieden. Oder welche Gewohnheiten möchtest du aufhören? Dann die Entscheidung treffen und das wirklich verändern. Oder welchen Kontakte belasten dich, weil du nicht traust, Nein zu sagen und eigentlich hast gar keine Zeit dazu. Das zum Lernen, solche Kontakte beenden. Oder Gefühlen, was ich hier auch erklärt habe, negativen Gefühlen, Angst, Zweifel, Schuldgefühl, das verabschieden. Oder Möbelstücke oder Gegenstände im Haus, wo man jeden Morgen sich stolpert und jeden Morgen ärgert sich darüber. Aber man verändert das nicht und steht jeden Morgen da. Dann Entscheidungen treffen und sagen, da stolpere ich jeden Morgen, dann entferne ich das und dann ist das Problem gelöst. Und das ist hier gemeint. Man kann das auch aufschreiben. Was ist das genau? Und dann eins nach dem anderen abarbeiten. Also diese Thematik ist hier. Und wenn das gelingt, dann hast du diese Leichtigkeit. Und hier brauchst du ein anderes Bewusstsein.
dich als einzigartig und außergewöhnlich fühlen. Die neunte Lebensbereich sind die Reisen. Urlaub, Ausland, Auslandskontakte oder Besuch von Ausland. Hier im neunten Lebensbereich sind auch die höheren Bildungen und spirituellen Weg, Spiritualität. Hier hast du die Fischen. Dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen und die sind im Wasser. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement und das hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Sind aber zwei Fischen. Die eine Richtung ist die Gefühle wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl und die Neigung, diesen Gefühlen bewahren, festhalten, weil dann kommt bei Fischen oft das Selbstmitleid. Und wenn dieses Selbstmitleid da ist, und das ist die Neigung, immer jammern und andere leiden auch mit, die haben Mitleid. Und viele Fischengeborenen genießen das auch, wollen die gar nicht ändern, weil endlich bekommen Unterstützung, Streicheleinheiten, bekommen Aufmerksamkeit. Aber eins merken sie nicht, dass im Leben nichts ändert, sondern diese Angst, diesen Zweifel, die bleibt und das blockiert alles, finanziell, beruflich, in Familie oder in die Liebe, Partnerschaft. Und verbessert sich nichts im Leben, bis dann der Punkt erreicht ist, wo man Depressionen bekommt oder greift zum Alkohol oder Drogen, weil man keinen Ausweg sieht oder kommt Erkrankungen. Und das ist dann Endstation. Stattdessen etwas hier entdecken. Und hier ist vieles zum Entdecken. Dieser zweite Fisch wahrnehmen. Und hier ist die Reichtum verborgen. Hier ist die Quelle. Achenal ist diese Quelle. Dieser Stern zeigt auch uns das Ende des Flusses. Fluss Eridanus. Das Leben in Fluss zu bringen. Und die Quelle ist da. Und hier wirkt Jupiter und Neptun das Glück. Und auch die Traum, Neptun zeigt das auch. Lebt dein Traum, lebt deine Vision, das ist die Quelle. Lebt deine Vorstellung, glaub daran. Vertraue das Fluss des Lebens, genauso kommt das auch. Und das ist der spirituelle Weg. Deine Träume zum Leben. Natürlich ist das möglich, dass Ausland oder Reisen ist für dich traumhaft schön ist. Die zehnte Lebensbereich ist die Krone des Baumes und das bedeutet, hier bekommen wir Anerkennung, Ansehen, Status, hier liegt auch die Berufung und hier zeigt sich, was sind unsere Ziele, wie erreichen wir unsere Ziele, das Höchste, was man überhaupt erreichen kann, hier hast du die wieder. Natürlich kannst du dich behaupten mit Widerenergie, auch deine Ziele zu erreichen. Wider zeigt auch Mut und Begeisterung und Wider setzt das in Tat auch um. Elfter Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche und Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Hier sind auch soziale Kontakte, Gruppen mit gleichgesinnten Menschen oder Verein, so etwas, oder Partei, kann auch sein. Hier hast du die Stier. Und es ist etwas ruhig oder beruhigend, sind auch wertvolle Kontakte.
Die 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, die Ursache an etwas, zum Beispiel Ursache die Erkrankungen, in die Gründe oder etwas erforschen. Hier sind auch karmische Themen und auch geheime Feinde. Hier hast du die Zwillinge. Welche Geheimnis vermittelt dir die Sternenhimmel? Das ist die Geschichte von den Zwillingen. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte von den klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Frau, Leda, und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und von ihm wurde auch schwanger. Leda gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge waren immer zusammen. Und da musste Castor sterben. Und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ich möchte auch sterben, ich kann doch nicht meinen Halbbruder alleine lassen. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen. Und Zeus hat gesagt, nein, ihr braucht nicht sterben. Ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden im Himmel gesetzt. Und sie leuchten im Zeichen Zwillingen, Castor und Pollux, und sind miteinander verbunden. Und diese Geschichte erzählt, dass wir Menschen eine Seele haben. Und das ist unsterblich, weil das göttlich ist. Wir haben ein göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt die Erde, verlässt Materie und kehrt zum Gott zurück. Sinngemäß kann ich das so vorstellen, dass Gott fragt dann, ja und wie war's, erzähl mir. Und die Seele erzählt und erzählt und erzählt und das ganze Leben, was die Seele erlebt hat hier auf der Erde, wiederholt sich wie ein Film, wird nochmal angeschaut. Und Ende dieses Filmes fragt dann Gott, so kann ich das vorstellen, fragt dann Gott, ja und wie fühlst du dich jetzt? Wenn die Seele sagt, ich bin so glücklich, ich fühle mich so befreit, das hat gelohnt zum Leben, das war so wundervoll. Dann hat die Seele sich befreit, befreit von Karma. Wenn die Seele aber sagt, ich habe gar nicht gelebt oder ich habe viele Dinge bereut, dann sagt Gott, dann geh zurück, mach besser. Wir haben keinen strafenden Gott. Wir haben zwar ein Gesetz, ein göttliches Gesetz, Ursache und Wirkung. Ja, alles, was wir in uns Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Das ist die göttliche Gerechtigkeit. Das muss die Seele ausgleichen. Und wenn die Seele zurückkehren möchte, dann macht eine Reise, eine Seelenreise. Und wir sind in diesem Rad drin. Das ist die Schicksalsrad. Und die Seele wählt einen Weg aus, einen Schicksalsweg, sucht ein Schicksal. Und ein Schicksal hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod.
Das ist Castor und das Göttliche ist Pollux. Aber die sind miteinander verbunden und die Seele lebt in unserem Inneren. Und da braucht die Seele ein Zuhause und dass wir uns zurückziehen, meditieren und unserem Seele kümmern. Das ist Krebsenergie. Und wenn wir das verstehen, haben wir ein höheres Bewusstsein. Und das Vorteil ist, wir haben einen Bezug zu unserer Seele und entdecken wir etwas. Das, was die Fische zeigen, das Ende des Flusses, Achenar, die Quelle, das ist unsere Intuition. Und damit können wir uns inspirieren lassen. Und Neptun zeigt, lebt ein Traum. Verwirkliche das. Das ist Schöpfung. So wie oben, so ist es auch unten. Das ist auch ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen. Und so gestalten wir unserem Leben. Was uns blockiert, das ist nur die Angst. Und jetzt Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich im Widder, hier ganz oben. Und das heißt, wie wichtig das ist, im Mittelpunkt zu sein oder etwas veröffentlichen oder ins Licht zu bringen. Anerkennung, Respekt. Mond befindet sich in Zwillinge und das hat eine besondere Bedeutung hier. Das kannst du so vorstellen. Mond steht ganz nah zu deiner Geburt. Das ist die Mütterlichkeit. Mond symbolisiert die Mutter. Aber Mond in Zwillinge ist in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. So ähnlich kann man das so vorstellen. Vor deiner Geburt. In diesem Moment warst du noch im Mutterleib. Du warst noch gar nicht geboren. Und Mond fühlt sich so, wenn du gar nicht geboren wäre. Das ist die Mütterlichkeit, die Empfängnis. Mond hat auch einen Bezug zu unseren Gefühlen. Und du spürst das, wenn du zurückziehst und du brauchst diese Stille, du brauchst es. Und Mond hier ist sehr geheimnisvoll. Du hast mit Mondenergie begegnet kurz vor deiner Geburt. Ich könnte sagen, so eine halbe Stunde vor deiner Geburt war Mond schon da und hat dir was geflüstert. Das sind tiefe Geheimnisse, die tiefe Geheimnisse des Lebens. Das bedeutet auch unsere Psyche, da hinschauen und du verstehst das intuitiv, das ist Tiefpsychologie. Aber die Mondenergie ist hier wie im Verborgenen und wartet darauf, geboren zu werden. Natürlich zeigt das auch Mutterthemen oder eine karmische Bezug zu deiner Mama. Mars befindet sich auch im Widder und das heißt die Kraft, dich durchsetzen, dich zu behaupten, dass du Respekt bekommst. Oder dich durchsetzen, deine Ziele zu erreichen und auch Berufung. Aber auch ein männlichen Person, Mars bedeutet auch der Mann. Merkur ist im Stier. Merkur ist das praktische Wissen. Und Merkur belehrt uns auch. Und hier lernst du, mit Stierenergie. Stier bedeutet wertvolle Dinge im Besitz nehmen. Und Merkur zeigt hier, lerne das, all das, was für dich wertvoll ist, deine Wünsche, nimm das im Besitz, du darfst das. Jupiter befindet sich im Steinbock. Jupiter bringt Glück in die Liebe, Partnerschaft,
aber eher im zweiten Lebenshälfte. Im jungen Jahren ist Steinbock streng und Jupiter neigt, etwas zu übertreiben. Aber dann wird das besser. Also stabilisiert sich etwas in die Liebe-Partnerschaft. Venus ist die weibliche Energie und zeigt uns als Frau, du als Frau, deine Weiblichkeit. Venus hat auch einen Bezug zu Liebe, aber auch Kreativität, Schönheit, Sinn, Harmonie. Alles, was schön ist, ist immer Venus. Venus befindet sich im Widder, Mars und Venus, die Liebesplanet hier. Und das ist sehr wichtig, das steht hier im Mittelpunkt. Und das ist wie Mittagssonne, das ist Glanz und auch Anerkennung und Ansehen, aber zeigt auch die Interesse an deine Ziele. Das ist Liebe, Partnerschaft oder die Kreativität in die Arbeit, dein Schönheitssinn. Und das kommt schon hier in Geltung. Saturn befindet sich im Löwe. Saturn ist streng, besonders in früheren Jahren, in erster Lebenshälfte ist streng, weil Saturn grenzt uns ein. Saturn belehrt uns auch. Was belehrt dich, Saturn? Steh zu deinen Werten. Verlange Wertschätzung, achte auf dein Selbstwertgefühl und achte auf die Finanzen. Im zweiten Lebenshälfte hilft Saturn, die Finanzen in Ordnung bringen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist hier in den Zwillingen. Veränderung kann sein bei der Zwillingsenergie, zu diesem Bewusstsein kommen, was ich erzählt habe über Castor und Pollux. Außerdem, hier im 12. Lebensbereich sind die Ursache die Erkrankungen. Und Uranus steht astromedizinisch zum Nervensystem. Und damit eine gute Gesundheit hast, achte immer darauf, dass du die Ruhe bewahrst, dass dich nichts, wenn du nervös bist oder jemand nervt dich, dann achte darauf, dass du auf deinen Gefühlen achtest, das ist die Mondenergie, dass du zum Ruhe kommst und brauchst immer wieder diesen Rückzug. Neptun ist rückläufig im Horoskop und das zeigt karmische Themen, Erinnerungen auch. Und Neptun ist der Planet, die Kreativität und lässt unseren Träume leben. Neptun ist hier im Jungfrau. Natürlich ist die Jungfrau bescheiden, manchmal kritisch. Und es kann auch sein, dass in Schulzeit haben sie gesagt, oh, träum nicht so viel und sei bodenständig. Und das wurde ein bisschen unterdrückt. Aber was kannst du jetzt lernen? Hier im dritten Lebensbereich lernen wir, das ist die Schule des Lebens, deine Träume leben. Hier zeigt Merkur auch das Wissen. Pluto ist hier in dein Aszendent. Pluto ist Macht. Pluto ist die innere Kraft, auch die Überzeugungskraft. Bei Pluto gibt es nur eins, alles oder nichts. Pluto macht keine Kompromisse, keine. Und Pluto bleibt konzentriert auf dem Wesentlichen. Und das ist deine Stärke, das ist deine Stärke. Und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Es gibt in Astrologie, aber auch im Sternenhimmel, kommt auch in Mythologie auch vor, die Drache. Astrologisch zeigt das unserem Karma, unserem karmischen Weg. Dieser Drache ist aber getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten
Und wir kennen nur den Körper, wir kennen den Kopf überhaupt nicht, sondern wir suchen das. Dieser Körper, was wir kennen, heißt Ketu, die absteigende Mondknoten. Ketu heißt hier im Waage. Das heißt, alles, was schön ist, deine Kreativität, das kennst du von früheren Leben. Dass du eine schöne Zuhause gehabt hast und das genießen könntest, das kennst du auch von früheren Leben. Und der Drachenkopf, das kennt man nicht. Das kennt man nicht, das sucht. Die Seele sucht, weil die Seele das braucht. Und diesen Drachenkopf hast du hier im Widder. Und das ist die Suche. Die Suche nach Anerkennung. Die Suche nach Ansehen. Die Richtung, wo sind deine Ziele? Wie kannst du das erreichen? Und hier hast du auch noch Planeten, Sonne. Dein Selbst, deine Selbstfindung, Mars und Venus, die beide Liebesplanet, angekommen zu sein in die Liebepartnerschaft. Und auch Berufung liegt auch hier in diesem Bereich. Gaia ist die Erde, unserem Planet Erde. Und mit dieser Kraft manifestiert sich etwas. Das kann man befestigen. Und das hast du in Tierkreiszeichen Waage. Und so wie das in früheren Leben erlebt hast, ein schönes Zuhause zu haben, das manifestiert sich in diesem Leben auch, weil du das brauchst, das ist die Basis. Das ist die Fundament. Aber nicht nur zurückhaltend sein zu Hause, sondern in Öffentlichkeit sein. Mal Mut zu haben, mal etwas Neues wagen, das ist Widder-Energie. Und das, was deine Seele braucht, weil das befreit dich. Jetzt kommt die Mondhäuser. Im indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent ist Krebs. Dieses Mondhaus heißt Ashlesha und hier ist die Schlangenenergie. Das, was ich hier bei Skorpion erzählt habe, das Gleiche. Und das sind die zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten, weil das blockiert, das hindert uns. Und davon sollen wir uns trennen, auch Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Und die zweite Schlange ist die Heilung, das ist Heilenergie. Und dann steigt alles nach oben. Und das sind die positiven Gefühle oder die Begeisterung. Und das, was hier lernst du, und das gehört zu deiner Persönlichkeit und wenn diese Wandlung stattfindet, trennen oder befestigen, trennen, befestigen, gehört auch zu diesem Mondhaus. Alles befestigen, was für dich wertvoll ist und von allem trennen, was dich hindert und blockiert, was du gar nicht willst, aufräumen. Sonne befindet sich im Widder, hier. Und dieser Mondhaus heißt Parani und das zeigt die Urmutter, diese Urkraft, dieses Urvertrauen zum haben. Das Leben trägt uns oder wir werden hier ernährt. Und dieses Vertrauen zum haben, das ist das Forte, das Leben. Und das ist wie eine Neugeburt, dieses Bewusstsein zu haben, ohne Angst, ohne Zweifel. Mond befindet sich hier in Zwillingen und dieses Mondhaus heißt Muruga und wird von Orion bestrahlt.
Orion ist ein großes Sternbild im Himmel. Das ist der himmlische Jäger und Jagd. Und genau das zeigt hier Mond. Und das entspricht deinen Gefühlen, weil Mond hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Aber auch Mütterlichkeit oder die Bezug zur Mutter. Die Suche nach etwas. Jagen nach etwas. Die Suche nach deiner Mama oder die Mütterlichkeit. Oder die Suche nach Wohlbefinden, ein Zuhause zu haben, die Gefühle, was die Gefühle brauchen. Mars ist hier im Widder und dieser Mondhaus heißt Ashwini und das ist Heilung, Heilenergie. Das kann bedeuten, dass die liebe Partnerschaft bringt dir Heilung oder ein bestimmter Mann bringt dir die Heilung. Kann auch bedeuten, dass du eine Heilung brauchst, was die liebe Partnerschaft betrifft, oder dass du Heilenergie hast und daran liegt die wahre Berufung. Also nicht nur in dein Leben kommt diese Heilung, sondern du hast diese Heilenergie und kannst anderen damit auch unterstützen und heilen. Merkur ist im Stier hier und dieser Mondhaus heißt Kritika. Und eigentlich ist hier die Plejaden gemeint. Es gibt die Plejaden, das sind sieben Geschwister, die Töchter von Atlas. Und das sind die Hyaden, die sind auch sieben Geschwister, auch die Töchter von Atlas. Und die Hyaden und die Plejaden bilden sich die goldenen Tor, die Ekliptik. Und in unserem Leben kann man das vorstellen, egal was wir Neues anfangen. Wir gehen durch diesem Tor, wieder symbolisiert Neuanfang und wir übergehen im Stier und hier ist dieser Tor. Bei Stierenergie manifestiert sich alles, das ist Erde-Element. Und hier in diesem Tor entscheiden wir uns, wie geht das weiter. Und das bezeichnet oder beschreibt das Märchen Frau Holle. Genau das ist Frau Holle, hier entscheiden wir uns, sind wir die Pechmarie im Leben oder sind wir die Goldmarie im Leben? Regnet hier Pech und Tränen oder regnet Gold, Glück im Leben? Wir entscheiden mit unserer Einstellung. Und das bei jedem Neuanfang, bei jedem Neubeginn, mit welchem Energie starten wir, vertrauen wir, da sind wir optimistisch, leben wir unsere Wünsche oder sind wir ängstlich, zurückhaltend, geben wir auf, zweifeln wir ständig. Wir entscheiden uns mit unserer Einstellung, mit unseren Gefühlen und dann ändert sich die Richtung. Entweder sind wir wirklich die Goldmarie oder sind wir die Pechmarie. Und das zeigt sich hier bei deinen Wünschen, Hoffnungen und Sehnsüchten. Jupiter befindet sich im Steinbock, hier im siebten Lebensbereich, wo um die Partnerschaft geht. Und dieser Mondhaus heißt Uttarashada und bedeutet höheren Wünsche und höheren Selbst. Venus befindet sich im Widder. Auch im Mondhaus Parani, wo das Urmutter ist, dieser Urvertrauen, das ist die Venus-Energie. Und das hat mit Liebe was zu tun. Dieses Vertrauen zum Haben, diese Liebe trägt dich und alles, was du liebst. Oder liebe Partnerschaft. Saturn befindet sich hier im Löwe. Und dieser Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, die Sterne der Könige. War immer verbunden mit Herrscherhäusern oder Kaiser oder Könige. Und Regulus ist das Herz der Löwen. Und Herz ist die Zentrum unserem Körper und hier ist die Zentrum die Finanzen, und auch Werte und Wertschätzung. Und was zeigt dein Herz, dein Herzensangelegenheiten?
In unserem Herzen ist alles beschrieben, was wir lieben. Ich vergleiche das mit einer Schatztruhe. Diese Schatztruhe öffnen und ist alles drin, was wir lieben. Und wenn du das in Besitz nimmst, was du liebst, weil du liebst dein Hobby oder Kunst oder Sport oder Reisen, all das, was du liebst, nimm das in Besitz. Das sagt hier Regulus, dein Herz sagt es. Und dann hast du diese Werte, das ist dann auch wertvoll. Und mit dieser Energie verbessert sich sogar die Finanzen. Uranus befindet sich hier in Zwillingen. Und dieses Mondhaus heißt Mruga. Und das ist Orion, der himmlische Jäger, die Suche nach etwas. Uranus bringt Veränderungen in unserem Leben. Verändere etwas, such etwas, was für dich wertvoll ist. Weil das sind deine Schätze. Natürlich hier Uranus ist im 12. Lebensbereich. Das bedeutet die Geheimnisse, aber auch im Schattenseite. Das ist Rückzug, das ist Rückzug. Uranus ist der Planet der Veränderungen. Und das kann bedeuten, dass bei jeder Veränderung in dein Leben zögerst du die Entscheidungen treffen oder ziehst du dich zurück. Und genau hier hast du auch die karmischen Themen. Rahu, diese karmischen Knoten immer wieder. Und die wieder symbolisiert Neuanfang. Und die wieder ist begeistert von Neuanfang. Und die wieder stürmt voran. Und das ist die Wiederenergie. Und hier Uranus zeigt, wenn das um Veränderungen geht im Leben, dann sei mutig, mach was draus. Sei aktiv, zieh dich nicht zurück, weil das bringt dich weiter. Neptun befindet sich hier im Jungfrau. Neptun lässt unsere Träume leben. Wenn wir das gestalten können und wenn wir daran glauben und Glauben versetzt Berge, dann wird das auch Realität, gerade hier im Jungfrau, wo um Erdeelement handelt. Und Erdeelement ist die Taten, die Realität. Du kannst deine Träume verwirklichen. Neptun befindet sich im Mondhaus Hashta. Hashta bedeutet übersetzt Hand und Handlungen. Schritte machen. Und dieses Mondhaus wird von Vindemiatrix bestrahlt. Vindemiatrix wurde bei den Römern verehrt. Das ist die Weinleserin und zeigt Lebensfreude. Und diese Lebensfreude, das brauchst du, weil dann lebst du auch deine Träume. Pluto befindet sich im Krebs, im Mondhaus Ashlesha, genau da, wo dein Aszendent auch ist. Das ist die Schlangenenergie, trennen oder befestigen. Trennen oder befestigen. All das befestigen und das ist die Fokus. Pluto macht keine Kompromisse. Pluto zeigt, konzentriere auf den Wesentlichen. All das, was für dich wertvoll ist, befestige das und alles andere ist uninteressant. Das ist dann Trennen davon. Das sind Erneuerungsprozesse. Und jetzt Rahu und Ketu. Ketu ist die absteigende Mondknoten, was die alten karmischen Erinnerungen zeigt. Die Lebenswege, was du in früheren Leben erlebt hast, das hast du hier im Waage, im 4. Lebensbereich. Und dieses Mondhaus, wo Ketu befindet, heißt Chitra und das bedeutet Balancepunkt. Das kennst du vom früheren Leben, die Balance zu halten oder etwas ausgleichen oder etwas vergleichen. Auch die Gerechtigkeit, die Waageschale immer im Gleichgewicht halten. Und hier wird bestrahlt von Spica. Spica ist ein Stern im Himmel zwischen Jungfrau und Waage
Und Speaker bedeutet die Weizenehre der Jungfrau. Das wurde von den Römern sowas verehrt, diese Speaker, weil das zeigt Ernte. Es trägt etwas Früchte. Und hier hast du karmischen Themen. Das heißt, du hast in früheren Leben etwas gesät. Das braucht Zeit natürlich, aber du wirst das ernten. Diese Ernte kommt. Und Rahu, hier oben, das, was du brauchst, was deine Seele sucht, dieser Kopf der Drache, dieser Rahu ist im Widder in Ashwini und das heißt Heilung, Heilenergie. Und dann kannst du die beiden miteinander vereinen, dann ist dieser Drache eins. Und das, was die Seele karmisch gesehen braucht, genau das befreit. Jetzt noch die Verbindungen. Venus hat eine Spannung auf dein Aszendent. Und das heißt, Venus-Energie, du als Frau, zeigst deinen Glanz. Mit dieser Spannung ist eher ein Rückzug. Oder kann bedeuten, du vergleichst dich mit anderen Frauen. Oder fehlt dieses Selbstwertgefühl. Steh zu dir, zu deinem Aussehen, deine Weiblichkeit. Bring das in Glanz. Du musst dich nicht verstecken. Pluto steht exakt auf dein Aszendent und hat einen großen Einfluss auf dein Aussehen, großen Einfluss auf dein Auftreten. So bist du auch wahrgenommen, das ist Macht. Pluto ist Macht. Machtvolle Auftreten, auch sehr geheimnisvoll und erotisch. Pluto steht auch zum Sexualität, erotische Ausstrahlung. Neptun steht in einer sehr schönen Verbindung zu deinem Aszendent und das ist wieder diese geheimnisvolle, du bist als Frau außergewöhnlich und geheimnisvoll und erotisch und wenn dir das bewusst ist, dann steht dein Venus hier im Glanz im Mittelpunkt. Sonne und Venus steht in einer Verbindung, die wirken zusammen. Sonne hat einen Bezug zum Vater. Das kann sein, dass du hier Vaterthemen hast, wenn das um deine Weiblichkeit handelt. Du warst vielleicht übersehen oder nicht ernst genommen oder klein gehalten oder kritisiert, wie auch immer. Das sollst du nachdenken, was passiert alles in deiner Kindheit und versuch das loslassen und bring dein Selbst, auch deine Weiblichkeit in Ausdruck, weil das möchte hier die Glanz. Venus ist ganz oben im Horoskop, das will Ansehen und Anerkennung und Glanz. Mars steht mit Jupiter in einer Verbindung und das ist auch Spannung. Jupiter zeigt deine Werte, deine inneren Größe. Und Mars ist eine männliche Energie, dich zu behaupten, dich durchsetzen im Leben oder die Bezug zum Männer. Und das zeigt wieder in diese Richtung, das von Vater und von Männern wurdest du klein gehalten. Und jetzt lernst du zu deinen Werten zu stehen, mit deiner Größe bewusst zu sein. Und du brauchst dieses Selbstwertgefühl. Mars steht mit Merkur, eine schöne Verbindung. Vom Merkur kommt deine Unterstützung. Und Merkur steht zu der Zeit für Kindheit und Jugend, diese jugendliche Ausstrahlung, diese Lebenskraft. Mars ist Kraft und Merkur gibt diese jugendliche dazu. Und das ist eine,
eine sehr gute Unterstützung. Mond und Uranus steht hier in einer sogenannten Konjunktion, das heißt, sie treffen sich, die wirken zusammen. Denn Mondenergie kann ohne Uranus gar nicht. Und Uranus kann immer wieder Spannung auslösen. Wie ich schon sagte, Uranus herrscht über die Nervensystem, dass die Nervensystem in ständiger Anspannung ist. Und das zu verbessern, brauchst du immer den Rückzug. Die Ruhe, in Ruhe liegt die Kraft. Hier in die Mitte ist eine Karte und das symbolisiert etwas, was die tibetische Astrologie beschreibt. In dein Leben ist wichtig die inneren Gleichgewicht. Das ist diese römische Zahl 2. Inneren Gleichgewicht oder etwas ausgleichen, ausbalancieren. Die Zahl 2 bedeutet auch Zweisamkeit, also Partnerschaft. Und die Zahl 6 hat auch eine Bedeutung, das sind die Erinnerungen. Erinnerungen auch an die Kindheit. Und dann aber vieles wahrnehmen, was war früher in Kindheit, was möchtest du bewahren, was sind für dich wichtig, wovon sollst du verabschieden. All das, was mit Tränen verbunden sind, sollen wir verabschieden. Wenn diese Wandlung da ist und bist im inneren Gleichgewicht, dann kommt hier die Feuerelement und Holzelement in Geltung. Die Holzelement ist ein langsames Wachstum und Feuerelement dazu die Wärme, die Begeisterung. Und hier, das prägt deine Persönlichkeit, hier haben die Farben auch eine Bedeutung. Was dich trägt, das ist die Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Und dann kommen die Holzelemente dazu, dieser langsame Wachstum und die rote Farbe ist die Feuerelement. Das ist diese Mischung. Auf die Gefühle achten, auf deine Gefühle. Wirklich von negativen Gefühlen wie Angst loslassen, übergehen auf die positiven Gefühle wie Begeisterung, Liebe, das zum Leben, das ist beruhigend, das ist beruhigend. Und hier mit diesen Gefühlen kommt ein langsames Wachstum, aber das wächst und dehnt, das blüht auf und dann kommt auch die rote Farbe dazu, die Feuerelement, die Begeisterung. Du hast ein Motto, beschreibt die tibetische Astrologie langsam, aber sicher, eine gewisse vorsichtige Haltung. Du bleibst zu deinen Ideen, Glaubenssätze treu. Du hast Stolz, du bist ehrgeizig, du brauchst Sicherheit, Stabilität, du hast Kraft und Ausdauer. Du sollst aber die Zeit besser einteilen. Wenn jemand dich angreift, dann bewahrst du die Ruhe oder sollst die Ruhe bewahren. Du sollst die Ruhe bewahren, diese Gelassenheit, was hier auch die Zwillinge symbolisiert. Und dann schauen wir die Zahlen an. Deine Glückszahl ist die Zahl 3 im Wasserelement. Und das hat mit Gefühlen was zu tun. Wenn das die Zahl 2 ist, das ist die Balance, die inneren Gleichgewicht und die Ruhe, dieses Gefühl und das ist die Basis, so wie im Bild auch. Von hier aus kann etwas entstehen, dann kommt eine Zahl dazu und dann wird das 3. Also die Balance, die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht und mit dieser Kraft wächst und dehnt etwas. Die Hauptthema in deinem Leben ist die Zahl 6 im Metallelement und das heißt Vergangenheit bereinigen. Und dein Schicksalszahl ist die 9 im Feuerelement und das heißt, wenn du in deinen eigenen Grenzen stoßt, weil du traust das nicht zu oder bekommst du Angst plötzlich oder jemand grenzt ein, nicht zurückwerfen, sondern mutig zu sein, das Überwinden weitermachen. So geht das in dein Leben immer weiter, so ähnlich wie hier die Widerenergie.
Liebe Imaira, so könnte ich dein Geburtshoroskop erklären. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.